Herzlich willkommen, Renate Künast. Ja, liebe Freundinnen, Freunde, meine Damen und Herren, also der Auftrag ist gar nicht so einfach, warum es sich ausgerechnet jetzt lohnt, in eine Partei einzutreten. Man könnte ja glauben, das sei jetzt ausgerechnet der falsche Zeitpunkt. Ich finde aber, dass das Thema sich lohnt, betrachtet zu werden. Was ist im Augenblick los? Harald Welzer hat ein paar Punkte benannt. Wir leben in einer Zeit, wo wir lange gedacht haben, die Welt wird immer unpolitischer. Also die absoluten Big Shots in der Politik, die auf der Rankingliste Nummer 1 sind, sich in dieser Körperhaltung auf den Times Square stellen oder eng geschnittene Bundeswehr-T-Shirts anziehen und so tun, als wollten sie gleich mitkämpfen. Ich hatte den Eindruck, ja. Das sind die, die bei Gala, bei der Bunten, ich glaube insbesondere bei der Bunten offensichtlich ein absolutes Abo haben, kein Titelblatt ohne, obwohl ich mitgekriegt habe, der Spiegel nimmt es mittlerweile auch. Man fragt sich also, politisch oder unpolitisch, diese Gesellschaft, ich meine jetzt nicht der Spiegel, politisch oder unpolitisch? Ich glaube, dass man sich mal genau angucken muss, was heute eigentlich Politik ist. Politikverdrossenheit, das war das Wort des Jahres 1992, so gewählt. Ich glaube, mittlerweile findet aber was anderes statt. Und zwar mit Politik mit unterschiedlichen Werkzeugen. Es gibt die einen, die machen Politik mit dem Einkaufskorb. Die haben sich entschieden, ich kaufe dieses und jenes Produkt nicht. Es gibt ja, sag mal, Untergruppen der Otto Group. Es gibt sie noch, die guten alten Dinge, die die lange halten. Es gibt die Bionade. Eine ganze Generation wird schon danach benannt und das soll Beschimpfung sein. Verstehe ich gar nicht. Es gibt Leute, die sagen, was essen meine Kinder, welche Rückstände sind da drin, sind meine Lebensmittel auf Kosten anderer produziert worden. Irgendwo auf der Welt, dem man die Anbaufläche gestohlen hat, wie zum Beispiel der immense Fleischkonsum, der in Argentinien heißt, man stiehlt die Anbaufläche für Futtermittel, die dann mühevoll hierher transportiert werden oder schlechte Löhne, zu viel Chemie. Es gibt Leute, die machen mit dem Einkaufskorb Politik, sind bewusster, fragen nach. Harald Welzer hat diese Gruppe auch beschrieben. Es gibt aber auch eine andere Ebene des Politikmachens. Ich will die gar nicht werten. Jeder soll mal anfangen mit seiner Ebene. Und das ist das wirkliche politische Engagement, meine Damen und Herren. Sehen wir ja. Quer durchs Land gab es jahrelang die Debatte über die Frage, brauchen wir 25 neue Kohlekraftwerke? Ich fand es faszinierend, wie aller Orten von Lubmin bis Mainz Bürgerinnen und Bürger vor Ort aktiv waren, sich engagiert haben. Katholische Bischöfe, selbstverständlich, die auf dem Katholikentag sagten, Frau Künast, wenn Sie irgendein Material haben, immer schicken. Ja, also das hätte man früher nicht gedacht, dass die katholische Kirche sagt, wir kümmern uns um die Schöpfung und sind gegen neue Kohlekraftwerke. Wir wollen nicht, dass 40 Jahre lang etwas zementiert wird, was sich dann erst amortisieren muss. Die Anti-AKW-Bewegung, gestern war ein schwarzer Tag, aber es gibt noch weitere Werkzeuge. Sie sind wieder auf der Straße oder Stuttgart 21. Stuttgart 21 hat ja die Debatte richtig angeschoben um die Frage, wird das Bürgertum plötzlich politisch? In Schwaben, wo wir dachten, die regen sich nur auf, wenn sich der Nachbar nicht an die Kehrwoche hält, stehen sie drauf und sagen, wir haben kein Geld rauszuschmeißen. Wir wollen das nicht. Und zwar auf eine perfide, professionelle Art. Dieser Prototyp des Gesprächs der Information, die Heiner Geißler jetzt anführt, läuft ja so, dass gesagt wird, jetzt legen wir erstmal alle Fakten auf den Tisch. Wir lassen uns nicht veräppeln mit eurer Bürgerbeteiligung, das war mal. Bürgerbeteiligung alter Fasson ging ja so. In der Zeitung steht so ein kleiner, bei den Todesanzeigen, ja? Sie wissen, ne? So eine Straße und hier könnt ihr mal. Ja, das findet halt asymmetrisch statt. Die Leute lesen das gerade nicht, weil sie die Todesanzeigen nicht lesen wollten. Sie hatten da gerade keine Zeit. Sie hatten auch keine Zeit zur Bürgerbeteiligung am Donnerstagvormittag um 11 Uhr in die Stadthalle zu gehen, weil sie zu arbeiten hatten oder so. Dann sagen sie eben, ja, bestimme ich, wann ich mich engagiere? Ja, dann fangen sie eben später an und holen sich die Daten, die sie brauchen. Und genau das findet bei Stuttgart 21 statt. Wenn ihr mit uns kein ordentliches Beteiligungs-, kein ordentliches Informationsverfahren machen, akzeptieren wir es nicht als Gott gegeben, sondern wir stellen es in Frage. Ich denke an 68. Da
Da wurde ja auch gesagt, nur weil einer ein Amt hat, ist er noch nicht eine Autorität für uns. Heute sagen die Leute, nur weil ihr es zum Teil mit falschen Zahlen unter anderen Bedingungen vor 10, 15 Jahren möglicherweise legal beschlossen hat, ist es für uns 2010 noch lange nicht politisch legitim. Ja, jetzt fragen wir noch mal nach, jetzt wollen wir die Zahlen wissen, wird es teurer? Jetzt fragen wir uns auch, was sind denn die wichtigsten Bahnstrecken, die man bauen müsste? Das ist eine ganz moderne Art, Politik zu machen. Und meine These ist, das könnte ich ja noch lange weitermachen mit anderen, vielen anderen Aktivitäten, meine These ist, dass Deutschland, was Politik anbetrifft, in einer Umbruchsituation sich befindet. Die geht so. Im Artikel 20 Grundgesetz steht ja, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus und wird vom Volk in Wahlen und Abstimmungen ausgeübt. In Wahlen und Abstimmungen. Das war früher immer so, geh mal alle 4, 5 Jahre, je nach Term, wählen und ansonsten delegierst du das. Ja, nach Hochzeiten, in den letzten Jahren war es so, dann haben wir uns beklagt, dass die Leute nicht wählen gehen, das nicht mehr als erste Bürgerin und Bürgerpflicht begreifen, wählen zu gehen. Jetzt sagen die Leute gebongt, wir haben verstanden. Allerdings kommen sie jetzt drauf zu sagen, ich gehe nicht nur alle 4 Jahre, sondern das Jahr hat 365 Tage, ich gehe immer, und zwar auf die Straße. Jetzt kommen sie auf die Idee, dass das Grundgesetz nicht nur einen Artikel 20 hat, sondern zum Beispiel auch einen Artikel 5, der Meinungsfreiheit postuliert. Sie haben einen weiteren Artikel der Versammlungsfreiheit im Saal und außerhalb des Saales postuliert. Ich glaube, in Deutschland passiert jetzt was? Politik machen verändert sich. Das Verhältnis von Wahlen und der freien Meinungsäußerung, der Vereinigungsfreiheit, der Versammlungsfreiheit, in denen man Bürgerinnen und Bürger selber ausdrücken, dieses Projekt passt mir nicht oder ich möchte bestimmten Naturschutz machen, was auch immer. Dieses Verhältnis zueinander ändert sich jetzt gerade. Deshalb ist meine These Nummer 1, Politik, obwohl ich sonst immer sage, die Politik gibt es nicht, weil ich möchte ja nicht mit Frau Merkel verglichen werden. Ich bin ich. Ich habe andere Methoden, andere Werte, andere Ziele. Trotzdem ist es so, dass sozusagen das parlamentarische System insgesamt lernen muss, nach 60 Jahren Bundesrepublik wird das Verhältnis Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Vereinigungsfreiheit zu Parteien und Bürger bestimmen die Willensbildung und das stellt sich durch Wahlen für eine repräsentative Demokratie dar, alle 4, 5 Jahre, dass dieses Verhältnis zueinander sich neu justiert. Eigentlich ein ganz normaler Vorgang. Wenn man vorher in Herrenchiemsee uns so ein bisschen die demokratische Verfassung aufgedrückt hat, die Alliierten, kommt jetzt der Punkt, jetzt justiert es sich neu. Die Welt ist pluraler geworden, nicht mehr so autoritär strukturiert, also ist das Verhältnis neu. These also, die Politik muss das auch lernen, nachdem die Bürgerinnen und Bürger von diesem Recht selbstverständlich Gebrauch macht. Das ist der eine Punkt.